Heute mache ich einen Pizzateig und zwar so, wie viele Pizzaioli das auch in Neapel machen. In Neapel wurde ja die Pizza Margherita erfunden und die backe ich auch aus diesem Teig neben einer Pizza mit Schinken und einer weiteren Pizza mit Salami. Aber zunächst möchte ich mal hier diesen Grundteig machen. Und ich glaube, das wird interessant. Ich schlage vor, ihr bleibt dran. Gleich nach dem Intro geht's los. Ja, wie immer ein Überblick über die Zutaten. Das ist heute sehr überschaubar. Das ist 1 Kilo Pizzamehl. Das ist ein gutes Mehl, habe ich mir was kosten lassen. Typ 00. Und das habe ich gesiebt. Das ist auch ganz wichtig. Beim Sieben vergrößert sich die Oberfläche und das Mehl kann mehr Flüssigkeit aufnehmen. Der Teig wird viel saftiger und aromatischer. Hier habe ich 550 Milliliter kaltes Wasser drin. Das sind 25 Gramm Salz. Das ist ein Hefewürfel mit 42 Gramm. Ich weiß, viele Pizzarezepte aus Neapel sind mit viel, viel weniger Hefe und manchmal sogar mit Trockenhefe. Ich bevorzuge jedoch hier einen ganzen Würfel, das ist immerhin 1 Kilo Mehl. Und dann kommt auch natürlich noch 50 Milliliter von einem guten Olivenöl rein. Damit ich kein anderes Gefäß benutzen muss, gebe ich das hier gleich, diese 50 Milliliter. Ihr seht ja hier die Waage, habe ich auf 0 gestellt. Gebe ich das Öl jetzt hier gleich ins Wasser rein. Das ist eine ganz schöne Menge, 50 Gramm. Dann brösel ich die Hefe hinein. Gebe ganz untypisch, weil sonst bei anderen Gebäcken, Hefezopf oder sowas oder auch Kuchenteig, gebe ich das Salz nicht direkt zur Hefe, weil das ist dann für die Hefepilze nicht gut, das mögen die nicht, die arbeiten dann nicht so richtig. Man macht ja bei anderen Teigen einen Vorteig mit warmem Wasser oder warmer Milch, löst dann die Hefe darin auf und macht einen Vorteig und lässt die gehen. Aber dieser Teig wird Minimum 24 Stunden im Kühlschrank reifen und da haben letztendlich die Hefepilze genug Zeit, ihre Arbeit aufzunehmen und CO2 zu bilden. Und das ist ja schließlich das, was am Ende den Teig fluffig macht und auseinandertreibt. Ohne Hefe wäre das nur Salzteig und hart wie Knäckebrot, also überhaupt nicht zu essen für eine Pizza. So, Salz dazu. Und jetzt gehe ich mit der Hand rein und löse die Hefe auf. So, dann gebe ich nach und nach das Mehl dazu. Kann das natürlich auch mit dem Holzwürfel hier machen, aber die Evolution hat uns hier ein Wunderwerk an die quasi buchstäblich an die Hand gegeben, nämlich die Hand. Das ist ein Werkzeug, das man nur schwer nachbilden kann, selbst mit der heutigen Technik. Und deswegen benutze ich auch gerne die Hände. Und in Italien, besonders auch in Neapel, machen die Pizzaioli, das sind professionelle Pizzabäcker, die machen das auch mit den Händen. Eine Art ist es, wenn der Teig einigermaßen hier verknetet ist, das auf eine Arbeitsfläche zu geben und mit der Hand durchzukneten. Da das sehr anstrengend ist, mache ich das hier natürlich dann mit meiner Maschine. Ich bin davon überzeugt, dass das mit der Maschine eben auch viel besser geht, viel komfortabler und das Ergebnis kann man so mit der Hand nicht erreichen, wie das eine Maschine macht. So, da kommt mein Teighörnchen zum Einsatz. So, und jetzt knete ich den Teig für circa 8 Minuten. Praktischerweise ist hier eine Uhr dran. Die Knetzeit für den Teig ist jetzt um. Wir haben hier einen ganz super schönen elastischen Teig. Der ist also genau richtig.
Lässt sich also leicht vom Knethaken lösen. So, ich gebe jetzt etwas Mehl hier auf meine Arbeitsfläche. Man kann das schön sehen, wie der Teig sich hier wunderbar auch vom Kessel löst. Wenn der Teig so ist, dann ist er richtig. Und bis man den so mit den Händen geknetet hat, da kann man garantiert sein Abo im Fitnesscenter abmelden. So, restlos raus. Ich wirke den jetzt rund. Und jetzt bekommt er die erste Teigruhe von einer halben Stunde. Damit er sich besser entspannen kann, schneide ich den kreuzweise ein. Das nimmt etwas die Oberflächenspannung. Wichtig ist, dass der Teig nicht austrocknet. Deswegen decke ich den jetzt mit Folie ab. Das ist effizienter als ein Tuch. Denn bei 30 Minuten Teigruhe, da würde der Teig also oben hässlich abtrocknen und das wollen wir nicht. So, 30 Minuten Teigruhe sind rum. Ganz interessant ist mal, ich habe ja hier so ein Thermometer, kann man das sehen? Der Teig hat also eine Temperatur von 25,3. Ich habe gerade auch mal meinen Kühlschrank ausgemessen. Oben im obersten Fach hat er 11 Grad und unten in der untersten Fläche hat er 7 Grad. Und dann hat er noch zwei weitere im Behälter. Da sind dann 4 Grad und im ganz unteren 2 Grad, die frische Zone. Dieser Pizzateig kommt dann also nach oben und das sind dann ungefähr 11 Grad und da bleibt er dann 24 Stunden drin. Aber zunächst werde ich diesen Teig jetzt in 6 gleiche Stücke aufmachen. Man merkt richtig, wie der Teig sich entspannt hat. Ich wiege den jetzt mal insgesamt. Der hat also 1680 Gramm. Das bedeutet, jedes Stück wiegt dann 280 Gramm. Und das ist dann auch ein reichliches Gewicht für eine richtig große, gute Pizza. So, zunächst teile ich den mal in die Hälfte. Und ihr seht, es ist gar nicht viel Mehl nötig, weil der Teig eben so wunderbar verarbeitet ist und super geknetet worden ist, dann hat er diese Konsistenz. So, und ich versuche mal zu treffen. 280 Gramm, das sind 277, das passt. So, wunderbar. 6 gleich große Stücke. Ich habe hier ein Backblech. Da wird nichts drauf gebacken, sondern das habe ich nur, weil es in den Kühlschrank passt und ich darauf diese 6 Teiglinge ablegen werde. So, und jetzt wirke ich die Teiglinge nochmal schön auf und schleife die rund. Schaut euch das an, so sollte das aussehen. So, und weil die jetzt über Nacht aufgehen werden, trotz der Kälte, lege ich die so ein bisschen auseinander. So, das ist okay so. Und decke die natürlich auch mit Plastikfolie ab. So sollte es dann aussehen und der Teig sich auch so anfühlen. Ihr habt gesehen, ich brauchte zum Schluss überhaupt kein Mehl auf der Arbeitsfläche. Das ist also ein perfekter Teig. Ich freue mich schon drauf, dann morgen da Pizza zu machen. Wie gesagt, Margherita mit Schinken und eine mit Salami. Wie immer findet ihr die genauen Gewichtsangaben
Und wie ich das gemacht habe, nochmal schriftlich in der Infobox unter diesem Video. Dort findet ihr auch ein paar interessante Links, unter anderem auch von Pizzas, die ich schon gebacken habe. Schaut mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch auch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann einfach ein Abo machen, die Glocke betätigen und dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video einstelle, so verpasst ihr nichts mehr. Ich darf mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und sage zum Schluss wie immer Tschüss, bis zum nächsten Video.